ART konnte letzte Saison nicht auf die Punkte fahren, deswegen fiel man in der Wertung sehr weit zurück. Trotzdem ist man froh, mit der Startnummer 3 und 4 an den Start gehen zu dürfen. Bei den Testfahrten war man definitiv weit vorne mit dabei, die Zeiten waren sehr gut und beide Fahrer waren sehr zufrieden mit dem Wagen. Sir Fabsi kommt von Campos, weil er weiß, ART hat schon viele Fahrer in die Formel 1 gebracht und er möchte definitiv auch später in die Formel 1. Basti Hay 2002 will als Neuling direkt zeigen, dass man um Siege kämpfen kann. Wenn es mit den Siegen nicht reicht, sollten Podiums und Punkte definitiv auf der Tagesordnung stehen. Das BWT-Aden-Team konnte letztes Mal oft in die Punkte fahren, aber es gelang kein einziges Podest, was ziemlich schade für das Team ist. Bei den Testfahrten konnte man sich im vorderen Mittelfeld platzieren. Leider weiß man nicht genau, wie die anderen Gas gegeben haben. Vielleicht ist es gut, vielleicht schlecht, dass man im Mittelfeld ist. Superfake kommt vom Washington Time Team, da er glaubt, dass BWT ihm definitiv helfen kann, sein Können mehr unter Beweis zu stellen. Elias de Arms musste Washington Time ebenfalls verlassen, da das Team sich komplett neu aufstellte. Zu dem Team kommen wir später. Das Campos-Team hatte letztes Mal einen schlechten Start in die Saison, aber durch gute Ergebnisse am Ende war man relativ zufrieden. Beim Testfahrt war man sehr flott unterwegs, aber man machte kleine Fehler, wie eigentlich fast jedes Team, aber man konnte diese leider nicht beheben. Ron 44 Jahre will zeigen, dass in ihm ein zukünftiger Formel 2 Meister steckt. Wir werden sehen, ob er das Zeug dazu hat, wirklich Champion zu werden. Knox ist der zweite Neuling in dem Team und hat auch das Potenzial, ein künftiger Champion zu werden. Vielleicht nicht diese Saison, vielleicht auch nicht nächste Saison, aber irgendwann. Carlin hatte letzte Saison kleine Zuverlässigkeitsprobleme, was das Team der Teamwertung etwas zurückwarf. Mal gucken, ob sie diese Saison die ein bisschen in den Griff bekommen. Bei den Testfahrten war man definitiv weit vorne mit von der Partie. Zuverlässigkeitsprobleme gab es eher weniger. Aber trotzdem hatte man Probleme, den Wagen ab und zu mal auf der Strecke zu halten. Abdi's 125 bleibt dem Team treu und will dieses Jahr definitiv um Siege kämpfen. Sehr viele Podeste stehen bei ihm auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Fusion Vini kommt von Campus, weil er eine Veränderung im Umfeld braucht. Carlin ist bekannt dafür, seine Fahrer stets gut zu behandeln. Dams konnte den Teamtitel feiern und das feierte man definitiv in der Heimat sehr, sehr gut, wie man weiß. Mal gucken, ob sie diese Saison nochmal mit Titel fahren können. In Testfahrten war Dams definitiv schwer einzuschätzen. Ein Fahrer fuhr weit vorne mit, der andere war eher im Mittelfeld zu finden. Von Pastite glaubt das Team, dass er direkt um Titel fahren kann. Aber wir werden sehen, vielleicht ist auch seine Erwartung zu hoch und Punkte sollten vielleicht an der Tagesordnung eher stehen. Kneffi ist sehr zufrieden, von Dams unter Vertrag genommen worden zu sein. Er will natürlich zeigen, dass es keine Verschwendung seines Talents ist und dass er schnell hier durchkommt in die Formel 1. MP Motorsport war richtig stark in die Saison gekommen, hat aber dann ein bisschen nachgelassen und man fiel leicht in der Wertung zurück. Ziemlich schade, das Team hat Potenzial. Durch eine Genehmigung der anderen Teams konnte das Team definitiv bei den Testfahrten teilnehmen. Leider nur mit ehemaligen Fahrern, die nicht mehr teilnehmen dürfen in der Formel 2. Das Team sucht definitiv noch Fahrer, die in dieser Saison noch unter Vertrag genommen werden können. Vielleicht findet sich schnell eine Lösung. Wir werden es sehen. Bremen hatte eine Saison zum Vergessen. Man kam kaum ins Ziel und man konnte auch kaum Punkte holen, beziehungsweise sogar gar keine Punkte holen, was ziemlich schade für das junge Team ist.
In Testfahrt waren wir definitiv besser aufgestellt als noch letzte Saison. Man konnte vorne mit um die besten Positionen kämpfen. Tommy Kvettel-Fan konnte im Bremer Formel-3-Team gute Leistung zeigen und ist froh, im gleichen Team in der Formel 2 antreten zu dürfen. Florian hat das BBT-AN-Team verlassen, da die ihr neue Fahrer haben. Und er ist froh, schnell vom Bremer unter Vertrag genommen worden zu sein. Das Sauber-Junior-Team hatte letzte Saison einen Kampf um die Titel. Es sprang aber nur der Fahrertitel raus, nicht der Teamtitel, was schade ist für das Team. Bei Testfahrten kämpfte man definitiv wieder um die vorderen Plätze. Bei manchen Testtagen war man die schnellsten ganz vorne mit dabei und an manchen eher unter die Top 5. Niklas war letzte Saison bei Trident und hatte sehr viel Pech mit der Zuverlässigkeit und kam nicht so oft ins Ziel. Das soll sich diese Saison definitiv ändern. Auch Diablo war in Trident-Team und hatte ein paar Punkte holen können, wenn das Auto ins Ziel geschafft hat. Trident konnte letzte Saison ein paar Punkte holen, aber man hat eine sehr schlechte Zuverlässigkeit. Trotzdem war man nicht letzter in der Wertung, was sehr zufriedenstellend für das Team war. Wie MP Motorsport hat das Team bisher keine Fahrer unter Vertrag nehmen können. Und durch eine Genehmigung konnten ehemalige Fahrer des Teams an Testfahrten teilnehmen. Das Team hofft natürlich schnell, irgendwie noch Fahrer zu finden, damit man an der Wertung noch teilnehmen kann und definitiv nicht die Segel streichen zu müssen. Das neue Uni Vitorsi Team ist das ehemalige Washington-Team und geht definitiv diese Saison mit einem neuen Namen an den Start. Bei den Testfahrten war man sehr schnell unterwegs und die Fahrer kamen auch sehr schnell mit dem Wagen klar. Sie konnten das Auto hinwerfen, wohin sie wollten. Mayhem ist sicher froh, direkt vielleicht um Titel kämpfen zu können. Mit diesem Wagen ist es definitiv drin. Luedo wird natürlich alles dran setzen, sich gegen alle Gegner zu beweisen. Selbst gegen den Teamkollegen, was ziemlich hart werden könnte.